Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 29. Dezember 2020 mit einer spontanen Legung für dich, was denkt und fühlt dein Seelenpartner und was ist sein möglich nächster Schritt zum Versüßung des Tages. Natürlich, bevor wir mit der Mischung der Karten beginnen, bitte ich dich, dass du deine Augen erstmal schließt und in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Wie du siehst, also ich habe auch hier schon meine Mondkarten mitgebracht und werde auch gleich für den Vollmond natürlich auch diese Legung haben. Wenn du jetzt natürlich sehr sensitiv bist oder sehr, also sehr viel Gefühl, also für den Mond auch hast oder wenn du das Gefühl hast, du konntest vielleicht auch jetzt die letzten Tage nicht mehr so schlafen, dann könnte es wirklich daran liegen, dass wir eine Vollmond morgen am 30. haben und zwar im Krebs. Also ich habe mich letztens also wirklich versprochen auch, aber ich war auch nicht wirklich auf den neuesten Stand. Habe ich gesagt, es wäre der Neumond. Wir haben natürlich einen Vollmond. Und da das Video zu lange wäre, mache ich das anschließend halt hier mit den Mondenergien. Und ich freue mich, wenn du da auch noch mal hineinschaust. Das wird eine kurze Legung für deinen Seelenpartner. Was denkt und fühlt er heute? Und du weißt ja auch, dass der Vollmond ihn auch, also nicht nur ihn, sondern uns alle so ein bisschen beschäftigt und besonders dieser Vollmond da, wirklich dieser Vollmond in Krebs ist. Und Krebs ist ja immer ein Wasserelement, das bringt auch wahnsinnig viel Gefühl hoch. Und der Vollmond beleuchtet ja alles und er wird hinschauen. So, wir schauen, was er für dich fühlt. Und was ist sein möglich nächster Schritt in diesem Jahr? Das ist auch der letzte Vollmond in diesem Jahr. Und wir lassen auch gefühlsvoll dieses Jahr ausklingen. So, schau mal hier. Also es geht hier in erster Linie um Entscheidungsunfähigkeit, wie du siehst. Der ist hin und her gerissen, der hat dieses Gefühl, soll ich oder soll ich nicht? Hopp oder top, was mache ich nun? Natürlich spielen auch die äußeren Umstände auch eine Rolle. Wenn er an dich denkt, wie du siehst, also es geht hier wirklich darum, wie du siehst, der Fuchs. Der Fuchs symbolisiert auch teilweise Lug, Betrug, aber auch Schleue oder Listigkeit oder ja, auf der Lauer liegen. Also wenn er an dich denkt, entweder denkt er, dass du ihn beobachtest, eventuell, oder er denkt darüber nach, über einen schlauen Plan, wie er auf dich zukommen könnte. Und das ist noch alles im Verborgenen, das ist alles noch im Geheimen. Und tief in seinem Inneren weiß er aber schon, dass du hier eine große Stellenwert in seinem Leben hast. Hier, also wirklich, das ist eine große, große Rolle, die du in seinem Leben spielst. Und wie geht es denn weiter? Also seine Gefühlsebene, Gefühle können wir nicht steuern. Gefühlsebene ist immer halt diese Seelenebene, die Herzebene, was also in einem drin steckt. Vielleicht auch das unterbewusste Ebene, was man nicht bewusst steuern kann. Gefühle kann man wirklich nicht steuern, wie du siehst. Und es geht auch ein Stück weit darum,
wirklich den Schlüssel zu finden zu dir, also Schlüssel zu finden zu seinem Herzen. Und das macht ihn nervös, weil er spürt ja deine Wärme, er spürt ja deine Ausstrahlung, er spürt ja deine Anziehungskraft auch. Also er spürt diese Anziehungskraft zu dir. Also du hast hier eine leuchtenden Wesen und du ziehst ihm wirklich an, also im Herzen. Und wie geht es weiter? Also weiter geht es total positiv. Ich hoffe, du siehst es auch hier. Also es kommt hier, dass die Liebe einfach da ist. Die Liebe ist einfach da und wie du siehst, also es geht auch wirklich ein Stück weit darum, also in die eigene Kraft zu kommen, in die eigene Kraft zu kommen und wirklich hier natürlich auch ja, diese Anziehungskraft auch zu leben, weil das steht auch wirklich für Sinnlichkeit, für Anziehungskraft. Also in diese Verbindung ist das für mich wirklich die Seelenliebe und die Anziehungskraft, dass er sich seinen Mannes stellt und diese Anziehungskraft mit dir lebt, denn das ist so wahnsinnig stark, diese Anziehungskraft. Da ich jetzt hier keine Herzkarten habe, ich habe keine Herzkarten, was habe ich denn noch von schönen Karten hier dabei? Also wir finden mit Sicherheit noch etwas. Was haben wir denn noch für dich dabei? Sekunde, was haben wir noch für dich dabei? Das sind die Karma-Karten. Sollen wir die Karma-Karten nehmen? So, wir nehmen die Karma-Karten. Ganz spontan. Wir fragen jetzt einfach, was ist sein Beziehungskarma, ja? Was ist sein Beziehungskarma? Was ist sein Beziehungskarma? Was muss er noch in diesem Jahr hier lassen? In diesem Jahr hier lassen. Bitte eine Karte hätte ich gerne. Nur eine einzige. Da kommen drei. Also der hat schon ordentlich Beziehungskarma. Wahnsinn. Also Beziehungskarma, ich nutze die Situation. Frage nicht, wieso es passiert. Auch nicht, wieso es dir passiert, vertraue dem Schicksal und klammere nicht. Und sei bereit, blühe wie die Rose, sei frei wie der Vogel und vernichte die Schlange in dir. Und höre auf deine innere Stimme. Wir Menschen leben im Begriff von Zeit und Raum, daher haben wir oft falsche Vorstellungen. Also es geht wirklich darum, dass du dich wirklich nicht fragst, warum das passiert. Also, dass dein Seelenpartner das auch nicht fragt, Mensch, warum passiert mir das, sondern dass er sich darauf einlässt. Und es geht auch wirklich darum, dass ihr einfach strahlt und dass er einfach frei ist und auch diese negative Gefühle in sich selber, also wirklich vernichtet, diese negative Gefühle, also ziehen nur Negatives an. Und das hat hier wirklich nichts mehr hier in seinem Leben wirklich nichts mehr mit ihm zu tun und also er soll wirklich in seinem Leben auch seine Vorstellungen nochmal überprüfen und anschauen in Beziehungen, was erwartet er und was sind so seine Vorstellungen. Wir fragen auch jetzt, wenn wir schon dabei sind, was ist so sein Familienkarma? Wir fragen auch nach der Familienkarma. Wir fragen auch nach der Familienkarma. Wir fragen nach der Familienkarma. Zwei Stück, ja, wie du siehst. Also es geht wirklich darum, dass er Zufriedenheit in seinem Herzen finden soll. Also das ist so von der Familie her. Und dass er sich nicht sorgt, sondern dass er vertraut. Dann bekommt er alles. Und was ist das eigene Karma? Wir fragen auch, was so seine eigene Karma ist, was er hier hinter sich lassen darf. So, auch wie schön. Ja, also die schlimmsten Gefühle sind Rache und Groll. Also, dass er wirklich diese negativen Gefühle einfach auch wirklich loslässt. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen. Bist du mit in Resonanz gegangen? Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like und auch über dein Abo. Und umso mehr natürlich auch, wenn du meinen Video teilst. Und
Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und freue mich, wenn du das nächste Mal auch hier live dabei bist und auch meinen Vollmond-Video anschaust. Ich sage Namaste, bis bald, deine Valeria.